Ich bin Georg Martinsdijk, ich bin geboren in Hamburg und wohne seit ungefähr 50 Jahren hier in Schenefeld. Und seit 7 Jahren bin ich Mitveranstalter der plattdeutschen Lesungen, die vom Seniorenbeirat veranstaltet werden. Das muss was Lustiges sein. Die Leute müssen was zum Lachen haben, aber wir haben auch ernste Sorgen. Und ich muss sagen, so zu Weihnachten auch, da habe ich ein paar Stücken, die sind wirklich ernsthaftig und das kommt dann auch an. Wir versuchen, das Plattdeutsche zu fördern. Und ein Höhepunkt war eigentlich für uns, das war eigentlich bei der vorigen Lesung, da rief eine treue Mithörerin sonst, die auch als Schauspielerin für plattdeutsche Theaterstücke tätig ist, ob sie mal ein kleines Mädchen von 8 Jahren mitbringen könnte, die hätte Plattdeutsch gelernt. Und die kam dann mit und hat eine plattdeutsche Geschichte vorgelesen, so exakt und fehlerfrei, da waren wir richtig begeistert von. Wenn man merkt, dass das ankommt, dann freut man sich gar nicht. Und eigentlich ist das ein schönes Gefühl, das macht mir riesigen Spaß.